Hallo und guten Morgen zu meinem neuen LS-Video von mir. Ja, in letzter Tagen kommen ja ein bisschen weniger Videos. Bei mir geht es gerade beruflich ein bisschen stressig oder halt ein bisschen unschön zu, sage ich jetzt mal. Ne? Gehen wir jetzt mal nicht genauer drauf ein, aber hauptberuflich, ne? Naja, kann nicht immer gut laufen. Ne? Ja, bin jetzt halt nicht so stimmungsmäßig, nicht so gut drauf, deswegen kommen jetzt mal weniger. Ein bisschen gespielt habe ich schon, aber jetzt halt auch nur so mal so spontan abends mal so ein paar Minuten und ja, toll. Aber es kommen ja wahrscheinlich auch wieder bessere Zeiten, ne? Ich sag mal so, ich bin echt froh, wenn die Ernte bald losgeht, ey. Noch ein guter Monat, dann ja, ich denke, da können wir uns wieder auf den Drescher schwingen. Dann ist wieder die Welt in Ordnung. Ja, gut, ich dachte, ich mache jetzt trotzdem ein kurzes Infovideo. Wochenende wahrscheinlich auch wieder mein Livestream, wer Lust und Laune hat. Also, was hat sich getan? Ich habe mir hier mal noch so ein Grupper-Kombi hier gegönnt, auch im Angebot. Schwader war im Angebot, haben jetzt mal diesen Vierkreisel noch geholt zusätzlich. Jetzt werden wir noch ein bisschen rum experimentieren, ob sich das zeitlich besser rechnet als der Förderband-Schwader. Muss ich mal gucken. So, was war noch? War sonst noch was? Ich glaube, mit Striegel und Walzen habe ich ja verkauft. Das war ja im Experiment, ne? Ja, da war auch alles gleich. Ja, da hat sich auch nichts geändert. Genau. Meinen Kühen geht es soweit gut, hoffe ich mal. Ja, sieht mal schwer danach aus, he? Ja. Dann ist mir hier auf der Map noch ein bisschen was aufgefallen. Das ärgert mich schon wieder, ne? Ja, ich habe einfach kein Glück mit Mod Maps, habe ich so das Gefühl. Ja, meine Gerste wächst. Wunderbar. Jetzt mal alle Felder angesetzt. Ah ja, genau, die Felder. Ich habe jetzt hier mal noch Feld 15, 16 habe ich vertickt. Und habe mir stattdessen Feld 13 geholt und Feld 20. Einfach mal ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. Ne? Zumal hier eben ein bisschen Probleme hatte mit dem Helfer auch. Dann habe ich die zwei jetzt erstmal sein gelassen, wegverkauft, ne? Mir das da oben, damit ich mir vielleicht auch mal noch Feld 9 kaufen und Feld 7 oder 8. Müssen wir mal gucken, dass wir hier auch ein paar Felder hier oben in der Ecke mal haben. Sonst sind wir ja schon hier unten sehr lastig. Hier unten ist ein bisschen blöd, weil ich hier immer unter diesen blöden Brücken durch muss. Da kann ich den Helfer nicht hinschicken, dann hängt er sich ständig auf, bleibt er ständig hängen. Ja, jedenfalls der Grund, warum ich da hier alles auch verkauft habe. Ich habe hier eine seltsame Entdeckung gemacht auf der Map, wie man es hier vielleicht schon schön sieht. Hier in der Ecke. Gehen wir mal hin. Ja, hier steht noch meine Gerste und hier. Ja. Gehört der Rebecca, komischerweise. Also ich habe mir das Land gekauft. Konnte es pflügen, konnte es säen, alles. Konnte es auch hier dreschen, mehr oder weniger. Nein, dreschen konnte ich es nicht. Aber hab da ein bisschen rumexperimentiert, ne? Ich habe mir das Land mal zusätzlich wieder gekauft, dann konnte ich es dreschen. Stelle ich mir allerdings die Frage, wieso muss ich das jetzt wieder kaufen? Beziehungsweise wieso ist das jetzt nicht mehr mir? Also das ist irgendwie seltsam. Irgendwie sehr, sehr seltsam. Weiß nicht, warum das Spiel es so macht, ja, wenn es mir nicht mir gehört hätte, dann hätte ich sie ja auch nicht bearbeiten können und nicht sehen und nichts, oder? Also, meiner Logik nach, also da passt doch irgendwas nicht. Wenn man sich hier eben anschaut, so, ne, muss ich hier alles kaufen, gut, das ist hier, auf der Map ist alles spottbillig, ne, ich kann es hier für 44, kann ich mir im Prinzip alles kaufen. Ihr seht, hier habe ich ja auch hier ein bisschen das Feld gerade gezogen, ne, hier, dass man hier ein bisschen, der Helfer so ein bisschen leichter hat, oder hier, den Ecken hier rausgenommen. Das ging ja damals alles. Ich dachte, alles, das gehört zu meinem Feld dazu. Nur jetzt auf einmal nicht mehr. Tja. Großes Fragezeichen, ne? Woran liegt das? Gut, ich könnte es mir jetzt wieder kaufen. Wird mir halt alles Land gehören. Ich meine, wenn es so billig ist, ist es jetzt eigentlich egal, dann macht es eigentlich die Kuh nicht fett, aber es ist trotzdem irgendwie lästig. Ja. Ich werde es mir dann auch wahrscheinlich wieder kaufen, wenn die Gerste abgeerntet ist und dass wir hier wieder einen ordentlichen Abschluss haben, aber
Ja, wollte es einfach mal experimentellerweise, habe ich es jetzt mal gelassen. Weiß nicht, hattet ihr schon mal so einen Fehler? Also, keine Ahnung, ich noch nie. Oh je, was macht man nicht alles mit? Hä? Ah. Ja, mit Säen bin ich auch durch. Auf Feld 13 steht jetzt der Mais. Da drüben haben wir Weizen. Also das habe ich mir gekauft. Zusätzlich, das war schon angesät und alles auch schön mit Unkraut bepflanzt. Ja. Da ich noch keine Spritze habe, lasse ich es jetzt halt einfach mal. Und sonst hier steht jetzt auch schon wieder das Gras, das ist auch schon wieder erntereif. Da unten ist der Raps und hier noch ein bisschen Gerste. Ah, steht als nächstes wieder Silage an, beziehungsweise Heu machen. Eigentlich haben wir erst Mais, wir sollten eigentlich erst Silage machen. Andererseits, jetzt muss ich mal schauen, wie mein Ballenvorrat hier drin ist, eigentlich noch relativ voll. Ja, Silageballen haben wir eigentlich noch ein paar. Die reichen noch eine Weile. Machen wir ein Stück Silageballen und auf dem anderen machen wir Heu. Weil Heu haben wir viel weniger. Ja, das Heu geht uns bald aus, ne? Stroh, wie sieht es mit dem Stroh aus? Ja, Stroh haben wir noch ein bisschen, das reicht noch eine Weile. Dann werde ich sagen, tun wir mal wieder ein bisschen Heu und Silo machen und weil es so schön ist, ne? Stellen wir erstmal das Gewicht unter das Dach. Ah, genau, ich wollte einen anderen Traktor kaufen. Also, beziehungsweise wechseln. Dann machen wir das, glaube ich, anders. Dann mache ich das Heu. Ja, muss ich mal gucken, ob ich da dann noch ein Video mache. Jetzt bräuchte ich den mal startklar. Zur Grasernte, die haben wir erst letztens gehabt. Das ist jetzt wieder ein bisschen blöd vom Timing her, gell? Ah, hier. Vielleicht verkaufe ich die Hacke auch noch und hole mir dann einfach diese ID-Spritze oder so. Also. Ja, wahrscheinlich machen wir es so. Gerade jetzt, wo die größeren Felder dann haben, reizen wir dieses Precision Farming mal voll aus, ne? Wahrscheinlich irgendwie ein bisschen unlogisch, dass man hier nicht lieber mechanische Unkrautbekämpfung macht. Aber sei jetzt die Bodenverdichtung mal dahingestellt, ne? Aber ja. Man muss nicht immer alles verstauen. Ja, das war's mit der Dachrinne. Ah, mein LKW braucht dann auch noch einen Anhänger zum Transportieren. Aber das hat ja noch Zeit, bis wieder was im Angebot ist. Ne? Wir sind ja Schnäppchenjäger. Naja, ein Güllefass im Angebot, aber ist ein kleines, ein 8er. Ich will mindestens 16 oder 18 Kubik. Dass es sich auch rentiert. Ja, die Spritzen werden gerade im Angebot. Ne? Boah, das sind Selbstfahrer. Ne, Selbstfahrer wird es groß. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Aber wenn wir jetzt gerade hier sind. Und zwar, mir geht die Schalterei auf den Sack. Ohne Scheiß, ja. Ich bin einfach ein Stufenlosfahrer mittlerweile. Das ist echt schlimm. Es macht zwar schon Spaß zum Schalten hier im Spiel mal, aber irgendwie auf Dauer ist es echt lästig. Bei manchen Arbeiten ist es einfach echt lästig und die ganze Zeit schalten muss ich. Also den Fan werde ich wahrscheinlich peilt. Der Johnny kommt wahrscheinlich weg. Also da braucht man einen Schlepper in der PS-Klasse wieder. Dass ich zwei Jahre unter, oder sagen wir bis 200 PS habe. Ah, was haben wir da? Lastschalter, ne? Das sind alles Lastschalter. Na, der hat schon wieder, der geht bei 205 PS los. Na, der ist schon mehr, der ist schon drüber. 95 mit Kurven, ja, die gefallen mir optisch nicht so. Der Waltra, na, der hat auch ein Schaltgetriebe, ne? Stufenlos, ja. MF. Naja, haut mich jetzt optisch nicht so vom Hocker. Schauen wir mal die Kategorie kleiner. Und da bei den ganz, da im hinteren Bereich, was haben wir da Schönes?
136, 145, 175, 175 ist mir jetzt fast zu wenig. Ich würde eigentlich lieber auf 200 hochgehen. Aha. Steuer, der ist natürlich auch ein Schalter. Stufen, der hat zu wenig. Ja gut, die sind alle kleiner. Also wenn man so einen kleinen, kompakten nehmen, müsste man eigentlich fast ein Glas nehmen. 185 oder 205 oder 165, 175 gibt es bei dem Ganzen bis 185 oder 200, dann nehmen wir gerade die 200 PS. Ja, so ein Arion, ja gut, die Front ist jetzt auch nicht so meins. Da gefällt mir der Axion schon deutlich besser. Oder der Xerion. GPS wäre kein Fehler. Sollen wir mit dem Sensor ausstatten? Eigentlich brauchen wir nicht, wir haben ja schon einen. Frontader braucht er nicht. Breitreife ist Pflicht. Hersteller. Michelin. Conti draufziehen. Ist eigentlich egal. Ist wahrscheinlich im Spiel egal. Ja, wo wären wir da? Da wären wir bei 167.000, wenn wir neu kaufen. Wir hatten einen schöner wendiger Schlepper mit 200 PS, gell? Und bei den mittelgroßen, ja, hier geht es bei 200 mm los, 6700. Ja, das ist halt, optisch gefallen die mir irgendwie nicht so. 700er Fendt. Wäre natürlich auch eine Alternative, ne? 714er, 718er, 188 PS. Das war schon bei 180.000. Gerade mit 200 PS. Wenn wir die Affäre vergleichen, dann sind wir natürlich schon bei 206. Breitschleppe bei 208.000. Wir halten Vario-Schlepper. Wir haben 208, also sind wir da schon deutlich teurer, ne? Ja. Und die haben alle Schaltgetriebe. Da wäre erst wieder der hier. Aber der McCormick gefällt mir eigentlich auch nicht so. Bin ich jetzt eigentlich so ein Freund von. Optik. Optik ist nicht so meins. Und einen kleinen großen Axion. Ein 800, aber der ist wahrscheinlich nicht so wendig. Gell? Das ist das der 800er. Der hat auch 205 PS, aber der geht auch schon bei 185.000 los. Ne? Ich denke, bis wir den ausgestattet haben, weiß ich, da sind wir schon bei 200.000. Breitschlappen. Wo waren wir denn? Design EU. Okay. Aha. Bräute. Geht doch nichts über breite Reifen. Macht er nur die hinteren Reifen breit? Oh, geil. Haha. Das ist doch mal fett. Das nenne ich mal fett. Yeah. Ja, das wäre natürlich auch noch eine Option, gell? Ach, das sind diese komischen Reifen. Ach ja, je. Trelleborg. Breitreifen 2, ja, der hat ja auch. Da wären wir bei 2. Wo haben wir jetzt beim anderen? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Hey, mein Land normal. 202. Bei dem waren wir. Jetzt muss ich es nochmal machen. Ich habe es total verpeilt, ey. Der hat nur die Standardbreitreifen. Da war bei Conti vorhin, gell? Das ist ja eigentlich egal. Bei 167. Ja, schon ein gewaltiger Unterschied, gell? Im Prinzip für die gleiche Leistung, der ist halt wendiger. Halt einen kleineren Motor, aber der Motor ist eigentlich egal. Im Spiel zählt ja eh nur die PS. Zylinderzahl spielt ja keine Rolle, ne? Gut, der andere wird mir optisch jetzt besser gefallen, der große, aber
Ich meine, das sind ja hauptsächlich die Schlepper für die kleineren Sachen, ne? Also Pflege und so. Man zum Spritzen habe ich halt einen Fendt. Mit dem komme ich jetzt ganz gut zurecht so. Aber jetzt gerade zum Kreisel fahren, Kreisler fahren und so, Schwader. Da ist so ein wendiger Zweitschlepper natürlich schon nicht ganz unideal, gell? Oder zum Kalkstreuen auch und so, ne? Ein bisschen mehr Fuß. Ja, ich denke, dass wir dann so ein Arion holen mal, ne? Dass wir auch mal ein bisschen verschiedene Schlepper auf dem Ding haben. Somit von meinen paar Favoriten, Mark Maxum, wäre jetzt eigentlich auch noch eine Option. Case, bin jetzt auch nicht so übertrieben schlecht. Gut, optisch ist er jetzt auch nicht so der Hit, muss ich sagen. Der größte ist ein 175er. Na gut, steht trotzdem 145 da. Ach so, okay. Ja, okay. Okay, hab nichts gesagt. Wo wären wir bei dem dann? 154, der wäre natürlich nochmal günstiger, aber gut, der hat dann auch nur 175 PS, ne? Kannst du das schlecht vergleichen. Ah, die Front ist auch nicht schlecht, gell? Böser Blick. Alien Face mäßig irgendwie so. Ja, hat schon was. Front sieht geil aus, heckig so ein bisschen, ja. Naja, bisschen mau. Ja. Ja, gut. Valtra. Valtra wäre vielleicht auch eine Option. Den gibt es hier bei den mittelgroßen gar nicht, gell? Nee. Ja, die haben alle schon wieder zu viel Leistung. Ja, die haben alle zu viel Fuß unter der Haube. GCB, ja, der hätte 500. Aber so geht halt auch bei 216 erst los, ne? Ja, übertreiben brauchen wir es ja auch nicht. Ich meine. Ja, das ist. Ach, weiß auch nicht. Da gefallen mir diese neuen MF besser. Davor irgendwann. Was war denn das für einer? Irgend so ein neuer vor mir her. War das der hier? Ja, genau, das war der hier. Das sah geil aus mit den Blinkern hier, mit diesen Dingern, ey. War richtig schick. War aber auch nur ein gemieteter. Na gut, der wird mir halt optisch besser gefallen, der ist halt ein bisschen bulliger. Aber gut. Also dann gibt es ja nächste wahrscheinlich mal noch einen kleinen Arion oder einen Modschlepper, falls wir bis dahin noch einen gescheiten Modschlepper finden. Oder halt einen, der mir zusagt. Mit dem Stufenlosgetriebe ist halt immer so eine Sache. Da kann man auch einen alten Fendt, so einen 800er oder sowas nehmen. 818er, 820er. Wäre auch eine Option, gell? Ja, da muss ich mal mit meinem Gedanken ein bisschen losspielen, jedenfalls. Mir reicht's, wenn ich einen Schaltschlepper im Getrieb habe. Der Rest brauche ich nicht unbedingt. Der Rest kann stuflos sein, ne? Das passt dann schon. Ist einfach entspannteres Fahren. Ja, also, dann geht's wahrscheinlich im nächsten Video weiter mit dem Heu. Silieren wieder. Oder wir machen sie gleich. Nein, wir machen das schaffen wir noch nicht morgen. Jetzt haben wir Donnerstag, morgen ist Freitag, aber theoretisch. Ja, morgen muss ich Kinder ins Bett bringen. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie wir das machen. Oder ich mähe vielleicht einfach so, wenn ich zwischendrin Zeit habe und mache dann ein Video mit dem Vierkreiselschwader. Legt dann da, macht dann da wieder weiter, irgendwie so. Ja, also wir schauen mal, wie es weitergeht. Ihr seid jetzt wieder auf dem neuesten Stand. Ja. Und ja. Sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Lasst mir gerne mal einen Kommentar da. Wenn ihr irgendwelche Anregungen, Tipps habt oder Mod-Tests sehen wollt oder sowas. Wenn mir wieder eine Map kommt, die zusagt, werde ich wahrscheinlich auch wieder so eine Art Map-Test machen, habe ich mir überlegt. Vielleicht auch ganz spannend, vielleicht so zur Abwechslung mal einfach eine andere Map testen. Neben der hier jetzt dann halt, ne? Ein bisschen rumprobieren einfach. Ja. Also. Hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. So, ich gehe mich dann gleich mal anrichten. Heute Mittagsschicht, muss erst um 12 anfangen. Das wird spät. Ja. Macht's gut, ne? Triebe sitzt wild. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.